Hallo, mein Name ist Varanus, der Küchenleiter der Mensa Stuttgart-Mitte. Heute machen wir was ganz Einfaches. Und zwar machen wir heute gefüllte Pfannkuchen mit verschiedenen Varianten. Für euren Pfannkuchenteig, wisst ihr selber wahrscheinlich, braucht ihr Mehl, Milch, Eier, ein paar Rahmchampignons machen, schöne Zwiebelchen vorher anbraten, schöne gekochten Schinken, garnieren tun und vielleicht noch ein bisschen mit Salat. Dann tun wir das Ganze ein bisschen aufschlagen, Mehl rein, ich zeige euch gleich, wie dick das sein kann. Dann hier so eine fleischartige Konsistenz. Dann tun wir das, dass das ein bisschen wenigstens den Geschmack hat und ein bisschen Salz dran. So, jetzt machen wir die zwei Eier rein. Wie gesagt, mit dem Ei könnt ihr variieren. Wenn ihr ein bisschen weniger Mehl reinmacht, ein Ei, bei zwei Eiern wird es ein bisschen fluffiger. Ja? Dann haben wir unsere Sache mit den Rahmchampignons. Das Ganze dauert jetzt vielleicht Hausnummer 5 Minuten. Dann sind wir fertig. Habt ihr was zum Essen auf dem Tisch? Bei den Zwiebeln müsst ihr natürlich auch gucken, je nachdem, wenn ihr viel Zwiebeln wollt, dementsprechend hat es natürlich dann auch einen dementsprechenden zwiebeligen Geschmack. Lassen wir jetzt schön angehen. So, wenn ihr die Zwiebelchen ein bisschen angegangen seid hier, dass sie so einen leichten goldbraunen Touch haben. Ja, bevor es euch halt verbrennt auf Deutsch, dann machen wir die Champignons rein und lasse die auch angehen. Und jetzt ein bisschen gucken, vielleicht nehmt ihr ein bisschen mehr Öl, dann geht es auch ein bisschen schneller. Jetzt sind wir soweit mit den Champignons, die sind angegangen, die verlieren ein bisschen Wasser. Dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr das im Prinzip nur mit Sahne ablöschen wollt, dann reduziert ihr die Sahne schön ein. Oder ihr tut es vorher ein bisschen bestäuben mit Mehl. Dann feuchtet ihr A weniger Sahne, B zieht schneller an. Das Mehl müsst ihr aber noch ein bisschen runterwirbeln unter die ganze Sache. Ihr könnt es logischerweise auch mit dem Kochlöffel machen. So, dann löschen wir mal ab. Würzen. Könnt ihr je nach eigenem Geschmack Salz, Pfeffer, bisschen Muskat, je nachdem, was euch halt beliebt. Das lassen wir auf der Seite, weil es die kleinere ist, hier weiterköcheln. Und wir machen auf der Seite hier unseren Pfannkuchen. Guckt ihr, dass die Pfanne heiß ist, dass es ein bisschen zischt beim Reinlaufen lassen. Und dann auch nicht so dick, sonst habt ihr nachher das Problem, dass der so arg matschig ist innen drin. Der hebt in der Mitte, dann können wir die Pfanne ein bisschen rumdrehen. Währenddessen laufen noch die Champignons. Da sieht man es noch. Lassen wir jetzt goldgelb werden hier und wenden den dann. Theoretisch kann man den auch so wenden. Dann legen wir den zur Hälfte hier drauf. Kann ruhig ein bisschen überhängen auf der einen Seite, weil er den ja klappen müsste im Prinzip. So. Da ich den für mich gemacht habe, kann ich auch meine Finger nehmen. Ausstreuen mit Käse. Nehmen wir heute alles. Machen wir unsere Champignons rein. Ja, so weit, so schön. So muss es aussehen, so soll es aussehen, sage ich mal. Und wenn man das jetzt alles zusammenklappt, man sieht auch von der Masse her, ist es relativ viel sogar für ganz wenig Einsatz. Und wie alle meine Mitstreiter auch, schmeiße ich jetzt hier ein bisschen Salat hin. So sieht es aus. Gleiche Variante kann man im Prinzip auch machen. Ich habe mal da was vorbereitet. Bolognese von gestern, wenn ihr habt. Chili con carne, alles in der Art. Anstatt einfach diesem Schinken und Käse kann man das so reinhauen. Ich hoffe, dass es euch schmeckt, dass es euch gefallen hat. Alles klar, wir sehen uns in der Mensa Zentral.